Brett übernimmst Tims Amazon-Account für 10 Minuten. Da bin ich aber jetzt mal gespannt, wie ein Spanner, der an einem Fenster hängt und ja. Fotos! Geil! Ja, guck meine hässliche Fresse an. Oh, die Aktien sinken. Gib das Ding her! Kriegst du doch gleich wieder. Blöd, Mann. Es geht doch noch gar nicht los. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Heute geht schon wieder richtig gut los. Penis! Gewährte Tim mir Zugriff auf seinen Amazon-Account. Mhm. Und wir gucken mal, was ich dabei so bestellen werde. Oh, geil, Michael Kors-Kette. Bro, Alter, der wird ja arm. Der wird ja einfach arm. Und, nein, es geht noch nicht los. Es geht noch nicht los. Nein! Es geht noch nicht los. Es geht los. Nein, es geht noch nicht los. Es geht los. Jetzt geht es los. Ja! Auf jeden Fall. Nein, noch nicht zur Kasse. Also, ich habe es schon gekauft. Das Tourette hat quasi 10 Minuten, vielleicht auch ein bisschen länger oder weniger, je nachdem wie das wird, Zugriff auf meinen Amazon-Account. Bro, das ist eine echte Scheiße, die du wirst arm. Das her, sonst führe ich dir Sachen ein, die dir wehtun. Möchtest du dazu auch noch was sagen? Ich führe dir Sachen ein, die dir wehtun. Alles, was man einem einführt, tut weh im Regelfall, oder? Nehme ich einfach mal an. Das her! Okay, also es fängt, geht anscheinend schon direkt los. Warte, auch das kann ich entsperren. Gisela ist so böse, Alter. Lass mich. Übrigens habe ich gerade eine Halskette gekauft. Perfekt, das erste, was bestellt wurde, war eine Michael Kors-Kette. Okay. Bro, Alter, direkt für 197 Euro. Die kannst du ja, ich hoffe, du kannst die Sache noch stornieren, oder? Okay, also wir würden sagen, wir sagen, es geht jetzt offiziell los. Ich hoffe nicht, dass es noch teurer wird. Willst du es? Handseife flüssig, willst du dir damit einen rubbeln, oder was? Okay, als erstes wird hier anscheinend Handseife bestellt. Warum? Einmal ein Liter Hauthöhle rückfettende Handseife nachfüllt das Pflanzenbereich phosphatfrei, ohne Parfüm und Farbstoffe. Ah ja, okay, warum auch nicht? Handseife, zweimal ein Liter Handseife, 24 Euro. Rein. Ganz viel, 10 Liter. Warum? 10 Liter. Das kostet 2000 Euro. Alter, was? Es wird gehamstert, es wird gehamstert. Nein, okay, einigen wir uns auf weniger. Halt die Fresse, das juckt mich ein Scheiß. Können wir uns auf weniger einigen? Halt die Fresse. Doch, wirklich jetzt, also wirklich vielleicht ein bisschen. Ich bin noch nicht fertig. Kondome XXL. Braucht Tim die? Tim sich gerade mit Rothaarigen getroffen? Ah, ja, ja. Tu das weg. Du brauchst viele davon. Das sind 30. Warum? Weil du ein krasser Ficker bist. Du nimmst sogar das Sektenmädchen. Das Sektenmädchen? Ich will die Story hinterm Sektenmädchen hören. Siri, bestell einen XXL-Dildo auf Amazon. Ja. Ich habe im Internet leider nichts zu wissen. Bist du dumm oder was? Ich kauf dir jetzt Seife, eine Halskette und Kondome. Das ist der richtige Muschi. Der bestellt sich die XXL-Kondome für sein Ego. Oh! Tu die weg! Du hast mich geschlagen! Du hast mich geschlagen! Aua! Aua! Du hast dich mal anlecken! Du hast mich geschlagen! Das hast du vorher noch nie gemacht. Ich glaub, das du hast sogar. Das jetzt aber gerade nicht zu meiner Oma bestellt, oder? Doch, die Kondome kommt zur Oma. Perfekt, die wird sich freuen. Oh Gott, was habe ich getan? Jetzt mache ich nichts mehr. Warum willst du eine Michael Kors Halskette? Weil das was geil ist. Warum? Kann ich die einführen und rausziehen? Kann ich mit der Michael Kann ich die einführen und rausziehen? Der anal fixiert heute, Gisela. Kors Halskette. Doch, mit der Michael Kors. Ich will weiter, ich bin nicht fertig. Oh Gott, was kommt jetzt? Fertig. Sexgummipuppe mit roten Haaren. Ja, die braucht er. Warum lachst du so verdächtig? Ah ja. Ah, das ist netter Tim, geil. Willst du die? Guckt auf jeden Fall nicht abgeneigt, der liebe Tim. Teure oder die günstige? Ich will gar immer die günstige. Eigentlich möchte ich gar keine haben. Das stimmt nicht. Du kriegst aber eine. Lass Leni da raus. Gott, nein. Tob dich aus, mein Junge. Tob dich aus. Ein paar Klicks entfernt und die Oma kriegt eine Sexpuppe. Die hast du nicht auch zu meiner Oma bestellt. Für die Leute, die sich jetzt fragen, warum ich die Adresse von meiner Oma eingespeichert habe, manchmal Junge. Muss ich was für sie bestellen, weil sie halt keinen Amazon-Account oder so hat. Die Oma will Sexpuppen. Ist dem so, Tim? Ach Gott, ist das unangenehm. Ja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wenn Oma auch auf Rothaarige steht, dann passt das an der Stelle, oder? Dann ist doch gut. Okay. Oma will Sexpuppen. Muss ich auf jeden Fall versuchen, das Paket abzuholen. Eine Peitsche. Auch für die Oma. Bro, du brauchst keine Peitsche zensieren. Warum? Okay. Geil. Danach folgen die Früchte. Welche Früchte? Obst oder was? Obst und Gemüse für alle Körperöffnungen. Isst man das nicht normalerweise? Normalerweise, aber versaute Kinder wie du machen damit andere Sachen. Ah ja. Was habe ich heute eigentlich schon alles gekauft? Kondome hast du gekauft, du hast eine Sexpuppe gekauft und eine Peitsche. Okay. Ohne Michael Kors-Kette. Echt? Mhm. Ach, die auch? Kann man das noch alles stornieren?
Weiß ich nicht. Ja, es brodelt in mir. Aber das ist nicht cool. Es brodelt in mir. Cool, dass man hier auf der Startseite direkt hat, dass man... Wir spenden doch nicht, bist du Gaga? Dass man spenden kann. Wir spenden doch nicht, bist du Gaga, Junge? Ach, das macht der Neger schon. Wird nur sehr interessant, das meiner Oma zu erklären. Hallo Oma, ich habe ein Geschenk für dich. Dildo in schwarz. Gib dir eine dicke Kockschelle. Ich geb dir eine dicke Kockschelle. Was ist das denn? Wir gehen dann mal wieder raus, oder? Nicht? Du willst einen haben? Nein, du kriegst einen dicken Black. Nein, du nicht. Die Oma kriegt den. Oh, scheiße, Alter. Ich sehe es nur hier drauf. Guckt euch mal an. Vielleicht freut sich. Vielleicht hat sich Tims Oma wirklich darüber gefreut. Man weiß es nicht. Die Oma wollte den. Das ist wirklich meine Oma. Ey, das kannst du doch nicht zu meiner Oma liefern. Doch, Oma freut sich. Nein, die ist voll geschockt. Oma freut sich. Die ist doch safe richtig geschockt. Oma freut sich. Nein. Ja. Die arme Oma. Oma freut sich. Mein Müngersdorf. Pferdekostüm. Was? Alter, was bestellt Gisela? Was hat Gisela für sexuelle Fantasien? Ja, das ist geil. Warum willst du ein Pferdekostüm bestellen? Ja. Das ist eine Maske. Ja, die soll es beim Sex anhaben. Die soll es beim Sex anhaben. Das könnte auch deinem Vater gefallen. Was machst du da für Bewegungen? Gisela ist gerade richtig in Rage. Die freut sich gerade. Rumgedrehtes Kreuz. Oh, ja, geil. Ein warum, Gisela, warum? Das soll sie während dem Sex tragen. Das ist auch für die Oma. Oma geil. Warum will die denn? Oma geil. Binden. Das kriegt dein Vater, um es komplett zu verwirren. Alter. Hast du das schon abgeschlossen, die Bestellungen die ganze Zeit? Ja. Du bestellst alles an meine Oma gerade. Ja. Nein, das ist die ganze... Das muss sein. Das ist die ganze Diadresse. Das muss sein. Also, es ist alles abgeschlossen. Im Einkaufswagen ist nichts mehr drin. Jetzt kommt... Ich hoffe, dass die nachträglich noch stornieren konnten, Alter. Was für die Gisela. 10 Liter Rotkäppchen. Was ist das? Was ist das? Das laufe ich auch. Champagner. Was ist da? Das sauf ich auch, Junge. Gisela, so nasty, ehrlich einfach. Ich einfach eine reinstellen an der Stelle. Wie Champagner? Nein! Du kannst... Ich habe ein Abonnement abgeschlossen. Wie? Du hast ein Abonnement abgeschlossen. Wo steht mein Name hier? Okay, du kannst natürlich auch Sachen abbrechen, wenn du willst, ne? Du musst es ich nicht... Ich hab's jetzt bewusst abgebrochen. Das ist sehr lieb. Ich musste immer weiter drücken. Warte, ich guck aber mal gerade. Ich musste weiter drücken. Ich will mal gerade gucken. Ich wollte mir einmal diese wunderschönen Fotos anschauen. Tim bald pleite einfach im Gefängnis wegen irgendwas, wegen Belästigung seiner Oma. Die du hier vor der Aufnahme gemacht hast. Wunderschön sind die geworden. Ja, eindrucksvoll, nice. Oder? Mhm, sag Maschallah einfach die Hübsche. Was? So ein Ding. Maschallah, deine Oma ist einfach die Hübsche. Ja, die wird sich selber die ganzen Pakete freuen wahrscheinlich. Glaube ich ja. Auch. Satanischer Kelch. Oh Gott, jetzt wird hier alles für ein neues Ritual bestellt anscheinend. Ich muss ja auch irgendwo raustrinken. Kannst du nicht aus einem normalen Glas nein, trinken? Ich will das. Ein satanischer Kelch. Nicht. Denkst du, es gibt... Du hast Kelch falsch geschrieben. Nein. Oh. Hast du geschrieben, eine Peitsche? Nessa super scharf. Nessa super scharf. Hast du mir dazwischen gequatscht? Muss das super scharf sein? Weil ich dich zerteilen muss. Oh, Junge, Alter. Sag Maschallah, einfach die Geisteskranke. Warum denn? Gisela, also wirklich, das ist echt too much. Ich muss dich zerteilen und dabei rituell beten und tanzen. Aber ich hab doch gar nichts gemacht. Doch. Du was hast, denn? Du bist anwesend. Nur weil ich deine Katze leugne. Du hast die Katze verleugnet. Warum triggerst du ihn denn immer mit dieser scheiß Katze? Du hast keine Katze, Tim. Du jetzt. Hast ja auch keine. Jan. Du. Wie war das? Du hast keine Katze. So, jetzt kriegt deine Oma ein XXL-Dö. Du däbst den für hier ein. Ah ja. Das. Du hast doch schon ein bestellt für sie. Kannst du jetzt bitte mal eine andere Adresse auswählen als die von meiner Oma, bitte? Soll ich das an dich schicken? Ja, meinetwegen, wenn es sein muss. Maschallah einfach, die Hübsche. Ja. Gut, jetzt haben wir also auch noch Champagner bestellt. Ich brauche ja noch. Die Sachen kommen ja heute alle an. Ein Kelch. Maschallah. Ja, geil. Ey, warte mal, ich muss den jetzt anrufen. Ich muss den jetzt anrufen, was fragen. Ja. Streamt ihr noch? Nein. Ja, wir streamen gerade live. Ja, ich ja auch gerade. Pass auf. Habt ihr die Sachen wirklich bekommen? Ja, haben wir. Also, die Sexpuppe ist angekommen, die Champagnerflasche ist angekommen und der Maulkorb, glaube ich. Wieso habt ihr, spoiler mich nicht, ich bin noch nicht beim Maulkorb, warum habt ihr die denn nicht abbestellt? Weil ich die haben wollte, du blöder Klappwagen.
Gisela, Gisela. Für den Privatgebrauch und den Oma auch. Ich glaube nicht, Gisela, dass wir das brauchen, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube nicht. Warum ist auch so eine Pferdemaske und ein Maulkorb? Ja, so, ich hätte Interesse an der rothaarigen Sexpuppe, Tim, wenn du den. Ja, die willst du bestimmt behalten, ja, oder? Die ist sogar um, wir haben sogar gerade. Sollen wir die zuschicken? Gisela hat sogar gesagt, mach sogar vorher noch Rasterlaufen für dich rein. Alter Junge! Ja, okay, letzte Frage noch ganz kurz. Gisela, die Katze, wie heißt die denn? Meinst du die Puppe? Nein, deine Katze. Deine Katze. Nein! Ja, die lädt. Perfekt. Ja, überall verschafft die. Ich glaube, wir brennen gerade die Sicherung durch. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich lasse ganz häufig die Katze von meinen Nachbarn rein und ich glaube, auch andere Katzen aus der Nachbarschaft haben. Nee, ich habe eine Katzenhaarallergie, alles gut. Gut, Jungs, ich bin aber weg, wir sehen uns dann irgendwie die Tage nochmal, ne? Ich freue mich über die Sexpuppe. Macht's gut. Tim, benutzt die bitte nicht, ne? Nein, der Lena. Das ist Tim, das ist Tim. Tim, die Sache ist doch ganz klar, oder? Ja. Clara ist das Ding, ne? Ja. Perfekt, tschüss. Reden wir nicht drüber? Satanischer Kelch. Wir wissen jetzt auf jeden Fall schon mal, was Giselas Vorlieben sind. Also ja. Die Vorlieben sind... Satanistische Sexspiele. Satanistischer Trinkkelch. Jetzt kommt ein Spiel für die ganze Familie. Was kommt jetzt? Ouija-Board. Das ist doch dieses Brett, wo man so Geister mit beschwören kann, oder? Ja! Hä, was willst du damit machen? Es dir einführen. Warum willst du mir alles einführen? Oh, sorry. Ja, du hast mich doch eh schon geschlagen. Ja, dann kann ich auch weitermachen. Das war wohl nichts. Hä? Maulkorb. Mann, ich weiß auch nicht, was dieses Rasterzopf-Meme soll. Ich habe ihm einmal eine Frau auf Instagram gezeigt, die Raster, die Dreads hat und meinte so, ja, die ist heiß. Seitdem denkt Gisela, ich stehe auf Rasterzopf. Holy shit. Für große Hunde. Ah, da ist der Maulkorb. Du hast doch noch nicht mal einen Hund. Das ist für dich. Warum denn für mich? Für dich, weil aber, du ein großer Hund bist. Aber ich habe doch schon eine Pferdemaske bekommen. Ha, das ist für deine... Dann könnt ihr geile Sexspiele machen. Mit der Pferdemaske? Das kriegt der Tim. Warum krieg ich eine... Ich will keinen Maulkorb haben. Ihr werdet die Story sehen, wie er sie anhat. Der passt mir doch locker gar Und nicht. Wenn er es anhat, dann wisst ihr, dass er vor allem gelitten hat. Der passt mir nicht. Musst du den jetzt wirklich bestellen? Ja! Scheiße, das muss doch jetzt nicht sein. Musst Alter. Du das bestellen? Ich muss das! Warum musst du es bestellen? Ich muss das, sonst muss deine Oma es anziehen. Das Ritual ist nicht vorbei. Was kommt denn noch? Satanische Bibel. Okay, anscheinend braucht man für das Ritual... Eine satanische Bibel, ach ja. Was Giese da vollziehen wir noch eine satanistische Bibel? Die gibt's hier auch drinne. Das... Du nimmst die Finger da weg! Stell dir mal... Ich bin nicht fertig. Was willst du denn fertig. Noch bestellen? Du hast doch schon ich sämtliche bin nicht Sex... Fertig. Sämtliche... Schwefelsäure. Keine gute Idee. Gar keine gute Idee. Hochkonzentriert. Da steht das FBI vor der Tür. Was willst du denn mit Schwefelsäure machen? Ha, dein Gesicht eincremen. Junge. Wie mein Gesicht eincremen? Das tut doch locker richtig weh. Ja, danach siehst du aus wie Quasimodo. Hä, warum willst du das denn machen? Danach ist alles vorbei. Die Momente machen uns frei. Warum kann man sowas auf Amazon bestellen? Warum kann man Schwefelsäure auf kann man nicht, oder? Amazon bestellen? Warum? Ja, radioaktives Jod. Wenn es das jetzt gibt, dann fresse ich einen Besen. Oh, ich glaube, das könnte dir hier gefallen. Mhm. Du hast mir schon einen Maulkorb bestellt. Ja, und jetzt zieht deine Mutter an, weil irgendjemand muss zugucken. Für das leer. Oh, das geht auch an die Oma. Hm. Alter. Ich glaube, so viel habe ich meinem ganzen Leben noch nicht bei Amazon bestellt. Befriedigt. Bist du jetzt glücklich? Ja. Gut, dann können wir jetzt aufhören. Ich glaube nicht. Ich dachte, du bist befriedigt. Was sollen wir denn jetzt noch bestellen? Gisela kriegt das Maul nie voll. Okay, ich würde sagen, das war's dann jetzt. Weil die 10 Minuten sind auch schon um. Armbanduhr Versace. Ach, grün ist doch schön. Ja. Ja, schön. Ja, ja. Die 10 Minuten sind um. Die 10 Minuten sind um. Doch, die sind um. Die Oma. Oder 300 Euro. Wird so verstört. Die Nein, die 10 Minuten sind um. Die Oma kriegt die 10 Minuten sind wirklich schöne um. Uhr. Nein, die sind die um. Eine ganz Nein. schöne Uhr. Nein, die sind um. Die 10 Minuten sind um. Das zählt nicht mehr. Das zählt nicht mehr. Tut mir leid. Die Oma kriegt das. Nein. Die Oma kriegt Nein. die Uhr. Der Jan kriegt die Uhr. So. Keiner kriegt die Uhr. Was sagst du dazu? Gefällt ihm, Kannst gar, nicht. Das gefällt ihm gar nicht. Die 10 Minuten sind nämlich um, weil du zu lange. Auch noch Katzenfutter für die Katze. Du hast keine Katze.
Alter, gönn doch die Oma den Blink. Für wen willst du das? Was machst du da? Hallo! Wenn die Pferdemaske da ist, dann wird man deine Fresse nie wieder sehen. Die Pferdemaske weg. Das Video ist zu wild. So. Ich rede gerade, halt die Fresse. Ich will doch nur erklären, warum. Du kriegst die Pferdemaske. Warum wirklich ich. Hey Siri! Was öffne Amazon. Du? Was machst du? Ich will die Pferdemaske. Du hast doch schon eine Pferdemaske bestellt. Will noch eine. Wieso willst du noch eine? Wenn wir dich in der Gruppe bumsen. Wer bumst was wen? Ich brauch noch einen Fernseher. Kim ist sein Nacken. 10 Minuten sind wirklich rum. Die sind wirklich. Ich hab eine andere Zeitrechnung. Zeitrechnung? Hier ist die Uhr eingeblendet. Du siehst doch, wie viel Uhr lang es schon war. Wenn du mich siegst, dann... Alter. Sag einfach Maschallah, der Gehörnte. Der Gehörnte. Satan himself is back. Servus, meine Freunde, der Gehörnte himself is back am Start und ich darf euch wieder ganz herzlich begrüßen. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war's halt jetzt auch mal langsam. Hey Siri, öffne Amazon. Ja. So. So, ich bin froh, wenn dass du mich siehst, sag einfach Maschallah, die Hübsche. Endlich sind die 10 Minuten um. Ich glaube, deine du hast... Oma wird das sehen und die wird mit mir beten. Ich glaube, du hast jetzt genug Urteil gestiftet. Ich bin ein bisschen schockiert, muss ich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass das so auf diesen satanischen Film ausartet. Aber anscheinend scheint Gisela sich sehr gut mit so okkulten Ritualen und sowas auszukennen. So, Freunde, wir hoffen immer, dass euch dieses wunderbare Video gefallen hat. Ich hatte sehr viel Spaß, muss man in dem Moment festhalten. Ich hoffe, auf jeden Fall euch hat das Video gefallen und dass wir uns bei einem von unseren nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin, macht's gut, Leute, und ciao! Tschüss. Herr Heil Satan. Wenn du mich siehst, sag einfach Maschallah, die Hübsche. 1 M und Gesamtwert zusammengeschrieben, sonst echt eine tolle Aktion. Aber stark, sehr geil, sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice, Jungs. Sehr cool, sehr, sehr cool.